Ja, Ben, ich habe ein bisschen in deinem Lebenslauf gelesen. Ich vermute mal, den meisten Gästen brauche ich dich kaum vorzustellen, aber so ein paar Eckpunkte möchte ich mal sagen. Du bist Sohn einer Tänzerin. Vielleicht sagst du nachher, warum du dann auch gerade tanzt. Ausbildung am Stedelijk-Institut für Ballett in Antwerpen. Da warst du auch Tänzer. Dann erster Solist in das London Festival Ballett. Romeo Julia mit Nureyev, Eckpunkte, dann wieder zurück nach Flandern, bis Belgier. Ballettdirektor warst du in Wiesbaden, eine lange Zeit von 92 bis 2007. Ja, und dann müssen wir sehr dankbar sein, dann kam 2008 Ben zu uns nach Essen. Und bei der Belegung und Auslastung des Balletts hier, glaube ich, kann man nur sagen, Ben Kaubenberg macht großartige Arbeit. Du gehörst für uns hier zu dem großen Star. Und da kommen wir immer wieder gerne. Er ist ein Gewinnertyp, auch wenn er segelt. Hat sogar einmal mit dem Drachenboot die Kieler Woche gewonnen. Obwohl er nicht geübt hat, wie er mir gesagt hat, er segelt dann einfach. Und ich kann nur sagen, ist nicht Segeln auch ein Tanz auf den Wellen? Und das kann er ja ganz besonders gut. Ben van Kaufmann, ist der Einsatz für junge Leute sehr wichtig. Die Nachwuchsförderung, Ben, liegt dir sehr am Herzen. Es beginnt von Kindesbeinen an. Tanzschüler vom Gymnasium Werden sind bei Produktion des Alte Balletts, wie jetzt Tanzhommage und Queen und Max und Moritz steht im Einsatz. In dieser Spielzeit möchte Ben eventuell sogar eine Schülerkreation bei Ptah, dem Abend der Jungen für junge Choreografen im Prillo zeigen. Und das ist eine schöne Sache, weil sie so Kontakt zu den Profis bekommen. Sagst du. Ja. Wieso hast du eigentlich mit Tanzen angefangen? So, guten Morgen. Ich muss hier durchsprechen, ja? Weil ihr hört mich sowieso. Ja? Aber jetzt. So, wie bin ich angefangen? Es ist nicht eigentlich durch meine Mutter, die Tänzerin ist. Es gibt schon eine Familiengeschichte mit drei Schwestern. Davon ist meine Mutter eine davon. Die haben das Ballett, Königliches Ballett von Flandern gegründet und die Königliche Ballettschule auch gegründet. Aber der Grund ist eigentlich, dass mein Bruder sagt zu meiner Mutter, ich will tanzen. Und wir waren überhaupt nicht beschäftigt mit Tanzen. Und dann hat meine Mutter gefragt, Ben, hast du was dagegen, dass du auch tanzt? Weil wir müssen anders von einer Seite von der Stadt, von Antwerpen, zur anderen Seite in die Schule fahren und das ist einfach sehr schwierig für uns. Ich sage, ja, mir egal, ne? Also habe ich einfach. Und dann ist das so angefangen, so wie du sagst, ich habe einfach Lust gekriegt zu tanzen. Ich habe die, was ich gehasst habe, ist an die Stange zu stehen, das Training zu machen, aber ich hörte Musik und ich wollte tanzen. Und dann ist das eigentlich aus meiner Seele, hat es sich weiterentwickelt, dass es eigentlich eine wunderbare Sache ist, obwohl man das sehr, wie sagt man, alles sehr schön anschaut, wie Sie das auch sehen, dass im Theater sieht alles sehr schön aus, aber hinter die Kulissen ist das alles nicht so schön, weil es ist ein hartes Beruf und das weiß man auf diesen Moment nicht, weil man will nur tanzen und das genießen. Ja? Und wenn man das auch entscheidet, dass man tanzen will, muss man auch 110% dafür gehen und da vergisst man alles andere. Und nochmal, was schwierig ist, wenn die Karriere zu Ende ist, was leider sehr früh ist, dann haben wir das Problem, ja, was machen wir dann? Und wir haben nur wie ein Pferd immer geradeaus Spaziergang gemacht und nicht jeder hat das Glück vielleicht, um Ballettmeister zu werden, Choreograf zu werden oder Ballettdirektor zu werden. Also bei der letzten Probe, gestern, vorgestern, als wir darüber gesprochen haben, über die Tänzer, hast du gesagt, ja, das ist so ein hartes Brot und die Tänzer sind ganz fixiert und fokussiert auf ihren Tanz. Das größte Unglück ist die Verletzung. Und sie machen das, solange sie das können und denken nur an Tanz und an das nächste Stück und an die Performance und sonst gar nichts. Und sonst halten sie das gar nicht anders durch. Das heißt, die haben gar keine anderen Lebensräume, in denen sie dann so leben können. Das ist schwierig, ja. Ja. Es ist schwierig, es ist eine Hochleistungsgeschichte. Und man muss immer aufpassen für
Physik, also die Kondition muss immer da sein. Wir haben uns Training, jeden Tag ist das Training, Training, Training. Wenn man einen Tag verpasst, dann spürt man es an die Körper. Da sind ein paar Tänzer, die gleichzeitig versuchen, auch eine Schulung zu machen. So wie unser erster Tänzer jetzt aufhört, der macht die Buchung zu, Breno Bittencourt. Der hört total auf, obwohl das eigentlich ein bisschen zu früh ist. Wir bedauern das alle sehr. Ja, ich auch, weil ich suche jetzt ein Remplaçant, ne? Also es ist schwierig, so jemand zu finden. Und ja, es ist ein hartes Beruf und ein bisschen traurig, wie es dann endet. Ne? Wie geht es dann weiter? Und auch diesen Schritt zu nehmen, von jetzt höre ich auf, ist sehr schwierig. Ne? Warum gibt es so viele junge Leute, die eine große Sehnsucht haben zu tanzen? Du hast ja Bewerbungen, hast du ja unglaublich viele. Ja, zu was, viele. Was treibt die jungen Menschen jetzt, dich mit dem Tanzen, obwohl sie wissen, dass es so schwer ist? Was treibt die? Was ist der Impuls? Ja, ich glaube, es ist, wie du vorher gesagt hast, es ist vielleicht auch ein Exit in das Leben. Ne? Also es ist, wir sind alle sehr fragil, wie sagt man, zerbrechlich, wir sind empfindlich und suchen auch Wegen rauszukommen. Und vielleicht zu großen Teil ist es auch ein Teil von, wow, das Tanzen schaltet mir ab. Vielleicht suche ich meine Wege künstlerisch, also suche ich meine Wege in diesen künstlerischen Bereich. Ne? Und natürlich Tanzen ist ein Exit, aber man kommt immer wieder zurück in die Realität. Ne? Und, wie gesagt, es ist ein schwieriges Beruf. Die Verletzungen ist das größte Problem, aber auch den Spiegel jeden Tag. Ne? Unsere Balletträume sind voll mit Spiegel und man muss die Spiegel, ja, man muss die Falten sehen im Spiegel. Also jetzt sage ich das, nee, das ist der große Konkurrent eigentlich. Ne? Alles muss stimmen. Man kontrolliert die Körper immer im Spiegel, ob der Fuß nicht so hängt oder bin ich zu dünn, bin ich zu dick, das ist alles sehr empfindlich. Das führt mich natürlich zu der Frage, ob nicht der Tanz gerade in der Phase der Jugendtänzer auch doch eine narzisstische Note hat. Ja, kann sein. Ja. Ja, wenn ich mich da so im Spiegel sehe und das ist dann perfekt, und dann was bin ich für ein toller Typ, eine tolle Tänzerin? Ja, das werden die nicht sagen. Die sind immer sehr kritisch. Ja. Muss man auch sein. Aber es ist wie man sich selber sieht. Man ist nie zufrieden. Oder wenn man die eigene Stimme hört. Oh, wie das eine hässliche Stimme ich habe. Es ist so. Aber man muss da kritisch sein. Und das macht auch der Künstler. Ja, und dann, was man... Das ist auch so wichtig auf die Bühne, weil wir tanzen alle, aber wir müssen natürlich, ich kriege auch Licht. Wir sprechen mit dem Körper. Ja? Und das heißt, wir müssen versuchen, etwas zu erzählen mit dem Körper. Und dann kommen wir zu the real artist, wie sagt man, der echte Künstler. Weil es kann sein, dass ein Tänzer alles perfekt hat, zum Beispiel, er kann jeden Tag in den Spiegel schauen und alles ist perfekt, Linie, Höhe, Beine, schöne Füße, schönes Gesicht, schöne Zähne, ich sag mal, blöde Sache vielleicht, aber für einen Menschen ist das alles sehr wichtig und für einen Tänzer. Aber wenn er nichts auf die Bühne bringt, von hier aus, ist das ein Riesenproblem für mich und ich glaube, das ist teilweise, weil die Company erfolgreich ist, dass wir sehr viele Persönlichkeiten haben. Die Charisma haben, die das erzählen auf die Bühne. Wir haben auch nicht so viele junge Leute, wir haben auch schon ein bisschen älter, was ich toll finde, weil eine ältere Person hat mehr zu sagen, hat mehr Erfahrung. Natürlich muss man an die Jüngeren arbeiten, aber es ist auch schwierig in dieser Zeit. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, du führst es da schön hin, was ich in der Einführung gesagt habe. Am Anfang steht ja, würde ich sagen, Übung und Exercise. Genau das zu machen, was ich da soll, nach der Choreografie. Und manche sind perfekt in der Technik,
Und einige gehen darüber hinaus und eigentlich oberhalb erst der perfekten Technik fängt das an, was du auch dir wünschst und erwartest. Wo Seele gespürt wird, der Tänzer selbst, wo wir als Zuschauer auch berührt werden mit unserer Seele, wo das passiert, weil ich in der Einführung so fokussiert habe. Mag sein, dass das bei Älteren mit mehr Erfahrung dieses Alleinen der höheren Dimension leichter ist als bei den Jungen. Und ich war ganz erstaunt, dass du sagtest, in deiner Kompanie gibt es doch einen relativ hohen Prozentsatz von Tänzerinnen und Tänzern, die weit oberhalb der perfekten Technik eine Performance zeigen können, die uns alle so berührt, dass wir sagen, da spricht eine Seele, die vermittelt das, die sind voll im Flow. Und dann passierte auch, da springt der Funke über. Das war ein sehr, ich will ihn jetzt nicht nennen, den Prozentsatz, dann sind die anderen vielleicht beleidigt, aber es war ein hoher Prozentsatz. Das ist so, und das liegt daran, dass ich selber als Tänzer sehr viel Wert darauf gelegt habe. Ich habe sehr gerne Geschichten erzählt auf die Bühne, deswegen sind meine Produktionen, die ich selber choreografiere, auch sehr touchy, sagt man. Berührend. Berührend, und natürlich Lachen muss dabei sein, aber ich, wie gesagt, wenn man das spürt, was man tanzt, dann hat man das Publikum gewonnen. Und es geht nicht um das Publikum zu gewinnen, aber man will seinen Job auch gut machen, und das kann man nur tun, wenn man darin glaubt, denke ich. Und dass man wirklich, wenn man das Gefühl hat zu weinen auf die Bühne, was ich schon selber erlebt habe, das war, ich habe das schon gesagt, das war in der, habe ich das Buch Der Idiot von Dostoevsky, das haben wir vertanzt, und ich war Prinz Mischkin, und dann kommt ein Moment, dass er, also wie Jesus eigentlich der gute Mensch ist, aber wird immer trotzdem bestraft, und da kommen innerlich die Tränen, und da habe ich auf die Bühne selber geweint, und das ist eigentlich das Echte, und das ist das Magnet mit dem Publikum, und das kriegt man nicht von jedem. Und wie gesagt, eine große Quantität von meiner Company hat das. Ob das jetzt mit zeitgenössischen Stücke sind oder mit klassischen Stücke, ist eigentlich egal. Ich glaube, mit den modernen Stücken hat man ein bisschen mehr Freiheit, obwohl die Emotionen total anders sind. Oder mit einem Romeo und Julia am Ende, wo die Musik eine unglaubliche Rolle spielt, wo sie sich am Ende töten muss, oder sie wacht wieder auf und sie sieht, dass er tot ist. Weißt du, das ist für mich Gänsehaut, und weil die Musik so gut geschrieben ist, Prokofiev, das passt alles zusammen, und ja, es ist, da kann ich nicht jetzt da Gänsehaut davon, weil es ist echt. Also bei der Musik ist es ja auch so, dass nicht alle das können, bei manchen erleben wir das, dass ein Musizier, ein Spielen oberhalb der perfekten Technik eigentlich der Schritt in die wahre Kunst ist. Ich habe das vor vielen Jahren mit Menno immer diskutiert, weil er war damals die Philharmonie Ungarica in Mahl dirigiert, und wir haben das gesponsert, da habe ich ihn auch kennengelernt. Und die Gespräche, die ich mit ihm hatte, drehten sich genau um diesen Punkt. Was passiert eigentlich, wenn perfekt gespielt wird? Hört es dann auf? Oder hört das Denken auf und Ratio hört auf? Und dann passiert eigentlich die wahre Kunst. Und wer kann das und wer kann das nicht? Und was sind das für Voraussetzungen? Er war ja einer, der das wirklich erlebt, erfahren hat und auch transportiert hat. Andere fallen uns auch ein in der Musik. Andere fallen uns ein, die perfekte Techniker sind. Das betrifft, glaube ich, auch Dirigenten, kannst du auch sagen, so oder so oder so. Und der Maler. Ja, Maler ist ja nun... Wie du sagst, das ist ein weißer Mann, der hat ja auch seine Emotionen. Oder ja, so. Maler, ich weiß nicht warum gerade jetzt zur Zeit so viel Maler gespielt wird, also Maler passt in dieses Dilemma. Ja, Maler. Maler. Achso, Maler, genau richtig. Also die beiden Maler. Maler ist, aber ich weiß mit paar Maler, das ist mir schon ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, hören wir sehr oft Mahler. Und Mahler war ein Komponist, der diese Öffnung erlebt hat, über die ich gesprochen habe. Da gibt es ja Geschichten am Wörthersee und was da passiert ist, und dann öffnete sich das. Und das findest du, das Metaphysische findest du in der Musik von Mahler ganz besonders wieder.
von meiner kleinen Erfahrung, vielleicht auch von Schubert, bei Beethoven sowieso, bei Bach auch, bei manchen nicht ganz so, aber gerade Maler. Und vielleicht ist es deswegen so erfolgreich, Maler jetzt zu hören, weil die Gesellschaft, in der wir leben, so leidet. Und weil, wenn du Maler hörst, ist es wie eine Art Befreiung. Und du hast von Exit gesprochen, wenn deine Tänzer diese Jahre in ein Exil gehen, um nur zu tanzen. Ja, wenn wir in dein Ballett gehen, dann entfernen wir uns auch von unserer Gesellschaft. Wir tauchen ein ins Alto und da ist ein Exil und wir sind in einer anderen Welt. Und da sind wir dankbar, dass du und deine Kompanie uns in diese andere Welt führt. Und die andere Welt ist die Welt der Seele und des Geistigen. Und vielleicht ist das auch der Grund des Erfolgs deiner Kompanie, dass doch so viele Tänzer das transportieren können, was wir hier versuchen wollen, mal zu besprechen, was man gar nicht so besprechen kann, aber vielleicht erfahren kann. Und der Maler ohne Haar, bei dem ist es ganz genauso, bei Günter Steinmann, da bin ich jetzt ab und zu mal, um zu erleben, wie er malt, wenn alles, das weiße Blatt noch da ist und was da passiert. Konstruktivismus und Pop-Art. Ist für deinen Choreografen so. Ja, das ist für dich ganz genau. Wenn ich unten im Ballettsaal habe, ich auch einen leeren Raum. Erstmal leer. Ja, der ist leer. Ein leerer Raum. Ist das dann schon alles in dir, wie es geschehen soll? Du musst nur noch das, was nicht dazu gehört, entfernen? Oder wie entsteht sowas bei dir? Also man lernt in die Jahre anders zu arbeiten, aber im Anfang, also jetzt bin ich 26 Jahre schon in dieser Position als Choreograf, Direktor. Und im Anfang schreibt man alles auf und man ist in die Nacht um 2 Uhr wacht man auf und fängt an zu arbeiten. Dann schreibt man Sachen auf, aber dann kommt man in den Ballettsaal mit den Tänzern und dann ist das alles anders. Weil man arbeitet mit den Personen, die geben nicht einen Input. Und wir versuchen zusammen ein Stück aufzubauen. Also ich bin nicht jemand, nein, es muss so sein und das Punkt auf die I und so. Nee, ich lasse die Freiheit zusammen, das aufzubauen. Und früher war ich wirklich alles aufschreiben, aber jetzt gehe ich einfach in den Ballettsaal und arbeite zusammen. Du schreibst nicht mehr vorher, oder? Es ist im Kopf, aber wenn ich dann aufwache, ist das alles weg. Ja. Irgendwie kommt das dann wieder zurück. Also wenn ich das so aufnehme und dann mir so Jahre vorstelle von Tänzerinnen und Tänzern in deiner Kompanie kommen, ein paar Jahre sind sie da, dann gehen sie. Und deine Auffassung von Führung in deiner Position, die stellst du uns ja jetzt vor. Da sind wir ja ganz nah bei dir, passt auch zum Thema. Das heißt, ist es so, dass wenn die Tänzer die Jahre bei dir waren und gehen dann woanders hin oder hören auf, dass sie da schon auch einen Reifungsprozess vollzogen haben? Ihrer Persönlichkeit? Also es ist unterschiedlich. Ich glaube, es ist wichtig für einen Tänzer oder für uns alle Abwechslung zu haben. Mhm. Weil wenn man in diese Routine kommt, ist das gefährlich. Es ist in einer Beziehung so, es ist mit alles so. Und es ist an die andere Seite sehr schön, wenn ein Tänzer lange bei mir bleibt, weil das heißt, er ist zufrieden, er ist glücklich, kann eine Zukunft planen. Ich habe auch viele Tänzer, die eine Familie haben. Das ist außergewöhnlich in einer Ballettkompanie. Es gibt Direktoren, die sagen, wenn jemand schwanger ist, dass sie gekündigt werden. Also es gibt so schlimme Sachen, aber ich freue mich, weil ich lege sehr viel Wert auf das. Ich gebe gerne Zeit an die Tänzer, auch ein normales Leben zu führen. Wenn ein Tänzer weggeht, ist das oder, dass ich unzufrieden bin. Oder er sagt, Ben, ich will die Welt reingehen. Und dann sage ich, bitteschön, also ich werde einen Tänzer nicht bremsen. Sogar in die Mitte von Spielzeit ist es, wir haben jetzt auch einen Fall, zwei Fälle gehabt, die nach Zürich, in Mitte der Spielzeit, Zürich ist Schweiz, schönes Land, schöne Kompanie, viel Geld, wird so viel bezahlt wie hier. So, was kann ich sagen? Bitte schön, die Tür ist auf, ist schade, aber da muss ich mitleben. Ich versuche mich immer in die Schuhe von denen zu schützen. So, ich werde das auch machen. Ne? Du darfst erst nach Zürich gehen, wenn du in Pension bist. Ja, na, ja. Vorher lassen wir ihn nicht weg. Zürich interessiert mich schon. Also
auch den See voll. Ja, ja, also, ich war in seinem Büro auch damals und den See ist 2 Meter weg. Ja, am so. See. Aber da gibt es keinen Wind, so, keine Sorgen. Ach so. Bleib hier. Ich will jetzt nochmal auf die Spur gehen, als du angefangen hast zu tanzen, als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener. Da war es sicherlich genauso, dass du gesagt hast, ich versuche jetzt hier perfekt die Technik zu tanzen, die ich tanzen soll. Aber irgendwann auf deinem Lebensweg muss ja mal diese Erfahrung eingeschlossen sein, wo das nicht nur Technik ist, sondern wo eine andere Dimension möglich ist, eine seelisch-geistige Dimension. Kannst du dich an einen Moment erinnern bei deinem Tanz, wo plötzlich es Peng macht und da war die andere Dimension spürbar, erfahrbar für dich? Es gibt ja so Lebensmomente. Ja, auf jeden Fall. Also das Tanzen war erstmal so Spaß haben und ich hörte Musik und das hat mir dann begeistert. Ich habe da rumgesprungen wie ein Verrückter wahrscheinlich. Und da ist auch dadurch die Choreografie eigentlich entstanden. Ne? Also ja. Ich wollte auch immer Sachen machen. Aber ich hatte immer verschiedene Exits, kann ich ehrlich sagen. Also ich habe mich immer beschäftigt mit anderen Sachen, auch außer halt Tanz. So, ich hatte nicht das Problem, ui, ich muss nur tanzen, um hier mal wegzukommen aus der Realität oder mal auf einer Wolke zu sitzen. Aber wie gesagt, diesen Idiot von Dostojewski hat mir wirklich sehr viel gegeben. Und das halte ich als Schwerpunkt, muss ich ehrlich sagen. Wie wichtig ist die Musik bei dir für das Ballett? Ja, das ist sehr wichtig. Für mich ist das 80-90%, um ein neues Stück zu choreografieren. Also es ist mir erst die Musik, die mir inspiriert und dann das Konzept oder die Idee von, was können wir da rumbauen. Das ist immer erste Musik? Bei mir ja. Ah, ja. Das kann auch moderne Musik sein, aber bei mir ist das wirklich die Musik, die mich führt zu tanzen. Und das ist, da gibt es keinen Unterschied auf moderne Musik oder klassische Musik. Das ist in dem Moment, in welcher Phase du bist in deinem Leben, das ist auch immer unterschiedlich. Wir gehen, wie wir ins Theater gehen als Zuschauer oder wie ich als Tänzer auf die Bühne gehe und in welcher Situation bin ich jetzt, ne? Und wie können wir das verstehen? In dem Moment kommt diese Musik dazu, die mich in dem Moment, wo ich mich fühle, wow, that's it. Wo es klickt, es muss wirklich klicken und dann ist es egal, ob das jetzt moderne Musik ist oder Tchaikovsky oder Mahler. Nochmal zurück zu deiner Kompanie. So trainieren im Exil unter diesem Druck und Stress. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier ab und zu auch Tänzerinnen und Tänzer in einer wirklichen Krise sind. Ja? Und dass du das merkst, dass sie auf dich zukommen. Und ich vermute mal, dann sprichst du, führst du mit ihnen Gespräche. Warum und weshalb, wie sie aus dieser Krise rauskommen. Das sind ja meistens dann neben vielleicht Verletzungen, aber also psychische Krisen auch. Absolut. Wie gehst du dann damit um? Ja, ich bin eigentlich kein Direktor, wie das schon gesagt. Ne? Ich bin mehr so ein Coach oder so ein Vater. Therapeut. Ja, vielleicht. Kann man schon sagen, weil da passiert schon was in meinem Büro. Also da geht es schon Sache vorbei. Aber absolut sind die Leute nicht nur mit Verletzungen beschäftigt, die haben Liebesprobleme, auch innerhalb der Company passieren viele Sachen. Geldproblemen, meistens, also wir haben nur einen Deutschen in die Company, leider. Aber ich bin auch konfrontiert mit verschiedenen, also konfrontiert das heißt, mit verschiedenen Kulturen. Also wir haben verschiedene, ja. Wir haben Leute aus Kuba, wir haben Leute aus China, dass zum Beispiel ein Mädchen mit 17 aus China gekommen, nach Essen, im Ruhrpott, kann man sich das vorstellen. Also, die braucht Hilfe, die versteht kein Wort. Wir haben mit iPhones ständig, ne? So Translator. Und
Ja, und ich spüre das sofort. Ich komme im Ballettsaal, ich gebe mein Training, also ich gebe zweimal in die Woche, gebe ich Training auch. So, und ich spüre das sofort. Ne? Und die Leute, man kann da nicht sofort fragen, was ist, aber ich kann sagen, komm, lass uns mal kurz sprechen, hat das was mit dem Arbeit zu tun? Ist das was Privates? Kann ich dir helfen? Und dann wird geweint, geweint, geweint und dann geht das so langsam vorbei. Also ich glaube daran, mit den Leuten offen zu sprechen und es ist eine Familie. Und, ich glaube, in diesem Moment ist auch nicht einfach für mich, weil ich schleppe das auch mit. Es ist einfacher zu sagen, Abstand zu halten und tschüss, auf Wiedersehen, aber ich kann das nicht. Ja, du bist ja in so einem Gespräch mit deiner Seele ganz nah an der anderen Seele. Ja? Das berührt dich natürlich dann innerlich. Und dann kann man nur sagen, was ein Glück, dass diese Kompanie so einen Chef hat. Ich weiß ja, nicht, ob das gut ist. Ja, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest, könntest du mit den Menschen so nicht umgehen. Ja? Ich glaube daran, fair zu bleiben, obwohl das nicht einfach ist. Aber ich glaube daran, fair zu bleiben und ehrlich zu sein zu denen und ehrlich sagen, das ist, was ich denke. Mach daraus, was du denkst, aber das ist meine Meinung. Und fair umzugehen mit den Leuten und ich glaube, ich kriege das irgendwo zurück. Horst Eberhard Richter, großer Soziologe in unserem Land, hat mal gesagt, nur wer mit sich selbst im Reinen ist, kann mit anderen fürsorglich umgehen. Das ist der Punkt. Ich glaube, das stimmt. Und wir machen Fehler, auf jeden Fall. Aber wenn man den Fehler erkannt und das als produktive Kritik nimmt, dann lernt man davon und wir steigen. Ich will jetzt nochmal auf die verschiedenen Herkunftsländer kommen. Wenn du sagst, ich habe nur einen deutschen Mann. Und bei den Tänzern. Eine Frau. Also, der Mann ist eine Frau. Also ein. Eine Person. Eine Person von 30. Ist das Absicht? haben wir so wenig Nachwuchs in Deutschland? Ich glaube, es hat zu tun mit Zufall. Also natürlich, die Russen sind sehr gut in unsere Sparte. Die arbeiten gerade mehr? Die arbeiten anders, die haben eine sehr gute Schule. Aber das heißt nicht, dass die besser sind, weil die haben immer Probleme, wenn die zu uns kommen. Wir arbeiten jetzt ganz anders, dann Sie arbeiten. Das ist sehr klassisch basiert. Ich bin auch sehr klassisch, aber wir sind sehr offen mit moderner Produktion und so. Und die sind sehr geschlossen damit. Also die stehen da ein bisschen behind. So ein bisschen zurück. Aber das hat nichts mit Deutschland. Ich würde nicht hoffen. Ich hatte einen, aber der kam nicht zur Arbeit und dann mussten wir uns trennen. Ja, wir sind alle zu alt, sonst hätten wir uns ja. Vielleicht nicht alle. Vielleicht nicht alle. Ja, hier wird ja gesungen von 8 Monaten bis 90 hier im Chor vor. Wir haben das ja auch geöffnet, nach unten und nach oben. Ja, das ist das Problem bei Intensiv. Da gibt es ein Limit. Kommt drauf an. Wie das Repertoire ist. Der Älteste ist jetzt 41, aber das ist wirklich zu Ende. Aber man kann sie noch einsetzen für manche Sachen, aber die Company ist dann auch wieder zu klein dafür, also ich halte, diese Ausnahme zu machen. Ich halte Bewegung eben auch gerade, wenn man älter wird, für ganz, ganz wichtig. Es gibt ja andere Bewegungsarten auch. Man kann ja gehen oder laufen oder rennen oder man weiß was machen. Aber diese erstarrte Gesellschaft, zu der wir alle gehören, und wir haben auch alle so Nuancen davon, schreit nach Bewegung. Und wenn die Musik dazu kommt, die Musikliebe, und du bewegst dich mit Musik, dann bist du beim Tanz. Also meine Frau macht nur Sport mit Musik. Ja. Ich gehe ins Studio ohne Musik. Also das ist sehr unterschiedlich. Erstarrte Gesellschaft heißt ja auch, dass wenn man so guckt, in der Stadt rumläuft, wie sich alle so bewegen. Das ist schon alles ziemlich statisch und eigentlich kann. Ich höre auch dazu. Wenn jetzt so ein Publikum schaut, die da alle vielleicht erstarrt reingegangen sind, und also ich versuche in der Bewegung des Balletts zu sein, das zu erfüllen. Das ist schon Bewegung, die da passiert. Vielleicht gibt es auch einen Impuls. Kommen wir mal zum Publikum.
Was ist das Publikum für dich? Hast du eine Erwartung? Gehst du ein auf die Erwartungshaltung eines Publikums? Weißt du, dass ein anderes Publikum kommt, die unterschiedliche Stücke sind? Was glaubst du, wie du das Publikum berühren kannst? Warum kommen die alle wieder? Also, ja, vielleicht mal, was heißt Publikum für dich? Ich hatte mal die Erfahrung, dass auch ein Stück aufgeführt wurde, da war kaum jemand da. Und da sagte dann die Choreografin, also ich mache das eigentlich nur für mich. Ja, nicht fürs Publikum, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Es gibt viele, die gibt's so denken. Es gibt viele. Ich, Publikum. Ich finde das total unfair, was sie dann gesagt hat, weil ich bin hier, um ein Publikum zu pflegen. Und ich versuche, das Publikum zu pflegen in verschiedenen Facetten und mit verschiedenen Farben. Und natürlich gibt es die Leute, die gerne das Klassische sehen, die gerne den Nussknacker sehen, weil es ist auch teilweise für die Familien sehr wichtig. Die können die Kinder mitnehmen, es ist lustig, es schneit auf die Bühne. Das will man die Kinder sehen, das will man auch die Eltern sehen. Und ich will das auch sehen. Also ich war früher im London Festival Ballet, habe ich zweimal pro Tag Nussknacker getanzt für 8 Wochen. In der London Festival Hall, Royal Albert Hall. Und die Musik geht, kann ich nicht mehr hören, aber trotzdem bringt das mir Erinnerungen und ich finde, sowas muss sein für das Publikum. Und genau in der richtigen Zeit des, vom Jahr, mit Weihnachten. Aber dafür habe ich dann auch andere Sachen, zum Beispiel unser letzter Abend Archipel mit 4 verschiedenen Stücken. Von Jerry Killian, ein Star-Choreograf, die wir geschafft haben, der hat mit der Company gearbeitet. Es ist fantastisch für die Company und es ist fantastisch für das Publikum. Vielleicht hat das Publikum einen Teil lieber der Nussknacker oder Romeo und Julia oder Queen, sage ich jetzt mal. Es kann sein, aber wir müssen heute, also in so einem Haus wie Alte Theater, muss man denken für das Publikum und für meine Tänzer. Mhm. Weil es sehr wichtig ist, dass meine Tänzer zufrieden sind, weil anders können wir das nicht rüberbringen zum Publikum. Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass du mit unterschiedlichen Stücken unterschiedliche Individuen, ihren Seelen im Publikum berührst. Weil ja da unterschiedliche Resonanzen stattfinden. Nicht nur klassisches Ballett, modernes Ballett, aber je nachdem, welches Stück es ist. Triffst du unterschiedliche Personen im Publikum, ne? Ja, ist so. Und durch die verschiedenen Produktionen kann ich auch vielleicht ein anderes Publikum gewinnen. Ja. Also das beste Beispiel ist jetzt mit Queen. Okay, Queen ist jetzt ein Renner. Es läuft jetzt 8 Spielzeiten. Aber warum habe ich Queen gebracht? Es ist vielleicht sehr kommerziell, gebe ich auch zu. Aber es ist ein Stück, das vielleicht 4 Generationen reingehen. Also mein Vater ist 90, der liebt Queen. Meine Tochter ist 19, sie liebt Queen. Und dann gibt es noch ein paar Generationen dazwischen oder davor, ich weiß nicht. Ja, genau. So. Da habe ich ein Publikum gewonnen. Oder der Mann, der den ganzen Tag in der Garage ein Auto schraubt, sagt die Frau zu dem Mann, komm, wir gehen mal ins Ballett, der wird nicht im Ballett gehen. Oder? Ich glaube nicht. So, und diese Leute habe ich gewonnen. Und vielleicht gehen die auch dann mal in Romeo und Julia. Oder vielleicht gehen die in Archipel. Mit die Leute, die nur zum Beispiel Nussknacker gerne sehen, die eine Möglichkeit, Archipel anzuschauen, die sind vielleicht begeistert und so in seiner Situation. Und so kriegt man ein Publikum, wo man das Interesse hat. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass du neue Menschen gewinnst für das Ballett. Interessant wäre mal eine Statistik in einer Saison, wie viele neue kommen und wie viele Wiederholungstäter kommen. Gibt es sowas? Kann man das erfassen? Kann man nicht. Karten werden ja einfach so gekauft. Das ist eine gute Frage. Ja. Das wäre immer wichtig, denn wenn du viel Neue fürs Ballett begeisterst, ich glaube, das ist wirklich eine große Leistung. Wenn immer wieder dieselben kommen und die werden alle älter und grauer wie wir, dann hört das irgendwann auf. Und ich vermisse eben auch bei den
bei der klassischen Musik, selbst wenn große Orchester spielen oder große Stars, die mittlere Schicht und die jungen Leute, die jungen Generationen. Das ist in Asien ganz anders, wie wir wissen. Und wie kriegen wir hier die Kurve? Da geht es ja auch um Auslastung natürlich. Wir haben ja so viele Opernhäuser und Bühnen hier, gerade in Deutschland, nirgendwo auf der Welt. Ja, wir haben eine Konkurrenz hier. Ne? Unglaubliche Konkurrenz. Im Kreis von 100 Kilometern haben wir wie viel Theater. Ja. Also, aber es ist eine schöne Konkurrenz. Also ist, ich halte es nicht als Konkurrenz, weil wir sind alle sehr unterschiedlich. Ja, aber du hast schon recht, dass wir aufpassen müssen, dass nicht immer die gleichen Leute ins Haus gehen. Und das ist teilweise eine Education. Nächste Spielzeit mache ich auch diese Queenie. Unplugged, dann gehe ich wieder rum in all die Grundschule oder normale Schule und wir werden wieder so eine Vorstellung machen. Ne? Wir haben in unserer Gesellschaft natürlich leider das Phänomen, dass die frühere sogenannte das Bildungsbürgertum in Deutschland stark rückläufig ist. Viele wissen schon gar nicht mehr, was das ist. Wenn man das Bildungsbürgertum forcieren will, zu Hause oder in der Schule, dann ist das kaum möglich. Die Kinder, die entfernen sich dann und die Schulen sagen, das ist das Elternhaus und sie machen es ja auch nicht. Die Schulen machen meistens nur Wissenstransfer und fragen ab, ob man das verstanden hat. Also die Inhalte des frühen Bildungsbürgertums sind eigentlich ziemlich verloren gegangen, deswegen leiden auch die Individuen so. Und wenn es in der Schule und zu Hause nicht passiert, wo kommt der Impuls her, ins Theater, ins Ballett, ins Konzert zu gehen? Wo kommt der her? Und wenn dann Bühnen da sind, wo so geführt wird und solche Stücke aufgesetzt werden, dass auch ohne Schule und Elternhaus einfach durch Hören sagen, da geh doch mal dahin, Queen ist ganz toll, ich war da auch, dann ist das ein unglaublich wichtiger Impuls für unsere Gesellschaft. Ja. Ich denke, auch wenn ich die jüngeren Leute begeistern, okay, da sind wir wieder, ich will nicht, dass die tanzen lernen, weil es gibt genügend Tänzer, aber ich will nur, dass sie eine neue Welt kennenlernen, ja. Nicht nur mit dem iPad, oder, weil das ist, denke ich, in die Gesellschaft das größte Problem, ne? Dass die sehr geschlossen sind und schätzen nicht mehr die Sache ins Leben, denke ich, mit all diese, also ich bin auch daran, aber meistens ist das Arbeit, aber wir können fast nicht mehr ohne, ne? Und man verliert die Qualität des Lebens natürlich und ich denke auch, früher haben wir eine Postkarte geschrieben oder das war sehr persönlich, also alleine nur die Schrift, aber es geht alles verloren jetzt und das spürt man auch mit der Kunst. Also wenn wir jetzt hier das Thema haben, das Leben lebendiger werden lassen, dann passiert natürlich mit den digitalen Teilen genau meistens das Gegenteil, das heißt das Leben stirbt ab. Du wirst nur von anderen berieselt. Facebook zum Beispiel ist alles toll, man ist sehr gut informiert, aber es ist Geburtstag oder so, es geht alles automatisch, ne? Es ist nichts mehr persönlich. Ne? Also man spricht ja heute auch von digitaler Demenz, es gibt große Studien über digitale Demenz, die auch ernst zu nehmen sind. Und der Kern dieser reduzierten Lebensqualität, der resultiert einfach daher, dass der Mensch, der so viel online ist, aus seiner Achtsamkeit rausgeworfen wird, aus dem Hier und Jetzt. Und da bist du manipulierbar und gehst auf alles ein, weil der Impuls kommt von außen. Du bist gar nicht mehr in der Lage, selbst einen Impuls zu setzen. Und da ist eben dann die Kunst, das muss man pflegen, was anderes, die man pflegen muss in allen einzelnen Disziplinen. Und deswegen ist das so wichtig, was du da machst. Meine letzte. Zum Beispiel auch, wenn du einen Spaziergang machst mit deinem Hund und man sieht die Farbe, die ich nicht kriegen könnte, auf die Bühne zum Beispiel, im Herbst gibt es diese Farbe, sonst steht man einfach perplex, aber ein junger Mensch, der läuft einfach weiter. Es ist ja auch eine berührungsarme Gesellschaft, in der wir leben, deswegen mal meine Frage so zum Schluss, welche Rolle spielt Berührung beim Ballett? Oder ist es egal, ob einer Solo tanzt oder ob Farbe? Ja, nicht, also bei mir. Gut, ich war leider immer Solotänzer, so ist es schwierig zu sagen, wie es ist in die Gruppe. Aber heute hat das so sich verändert. Solos, Star-Dancer, es hat sich alles so verschieden entwickelt. Wir sind alle sehr wichtig und was in die
Gruppe, okay, in klassischen Stücken gibt es mehr Gruppenteile und dann gibt es der Prinz, sage ich jetzt mal, und dann die Prinzessin. Dann ist das mehr verteilt in klassische Rollen. Und dann ist vielleicht die Gruppe weniger wichtig, obwohl der Prinz nicht ohne eine Gruppe tanzen kann. Aber die Gefühle sind mit den modernen Stücken dann sehr intensiver. Da gibt es keine Gruppe mehr. Da sind alle fast eins und sehr wichtig, wo sie auch die Möglichkeit haben, ihre Seele rauszubringen. Also bei dem Gespräch, was wir hatten, als wir über das Thema gesprochen haben, Absturz der Seele und Emporsteigen, oder es ist immer dieselbe Metapher in allen Religionen, in allen Philosophien und Psychologien, dieses Herausgehen aus der Sicherheit, das Lernen, das zurückkommt. Da hat Wolfgang Weber dir dann gesagt, also wir wünschen uns eigentlich mal, du müsstest mal das Gilgamesch-Ethos machen, weil Gilgamesch ist ja das Paradebeispiel dieses Reifungsprozesses, des Menschen, der Menschheit. Du hast uns nicht versprochen, da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Also das würden wir wieder arbeiten. Da habe ich von Wolfgang gelernt, der verlorene Sohn ist ja das Gleiche, die gleiche Metapher, das gibt es ja wohl öfters, der verlorene Sohn, auch in Wolfgang, in Gelsenkirchen, nach Bochum oder wo war das. Also das war mal so ein Wunsch. Aber wir wollen es jetzt so machen, dass alle Fragen, die sich jetzt hier bei Ihnen aufgetürmt haben, die stellen wir nachher nach dem Tanz der beiden Tänzer, die Ben Gott sei Dank mitgebracht hat. Und ich darf mich schon mal ganz herzlich bedanken für den Dialog. Die Zeit ist viel zu kurz natürlich gewesen. Ich habe noch viele Fragen. Ben hat vielleicht auch noch Fragen. Aber ich würde sagen, Ben, du übernimmst jetzt die Regie mit dem Tanz. Wir räumen die Couch weg, damit auch Platz da ist. Und dann nach der Tanzperformance diskutieren wir ein bisschen mit dem Publikum. Vielen Dank. Noch mit. Ja. Was soll ich sagen? Mal kurz, über was wir zu sehen kriegen. Ja, gerne. Die Bühne ist natürlich ein bisschen kleiner wie Alter Theater. So, ich hoffe, dass Sie das schaffen, aber ich habe Sie versprochen, dass es größer war. Es ist ein Teil aus Screen. Ich habe gedacht, das Sprechen ist schön, aber es ist auch doch ein bisschen einseitig vielleicht. So, ich habe gedacht, wir bringen mal was aus Screen, obwohl das ein Ballade ist von Freddie Mercury, Love of My Life. Es ist nur ein pas de deux von meinen zwei Tänzern, das ist Masha und Artem. Und wir haben auch heute Abend Vorstellung, also wenn Sie noch Lust haben, gerne, Odyssey heute Abend. Ich mache wieder Werbung. Musst du auch.